Aua! Mein Hintern! Oh, mein Hintern! Ich habe die Pelz hier. Und damit ist die dritte Prüfung bestanden. Mikey ist einer von uns. Toga! Toga! Ja! Juhu! Aber abwischen! Ich hab's geschafft. Jetzt können wir noch 2 Stunden mehr pro Woche zusammen rumhängen. Nun, Neuling Simon, sprich den Schwur der Mitglieder nach. Ich, Mikey Simon, schwöre, ein treues Mitglied des Ordens zu sein. Und ich werde wie ein Oni sein, pünktlich, jähzornig und linkshändig. Ich schwöre, all meine Freizeit mit meinen Ordensbrüdern zu verbringen. Und den Schwestern. Und nie unsere Geheimnisse zu verraten. Nicht mal, wenn ich mit einem nassen Scheuerlappen bedroht werde. Wenn es keine weiteren Einwände gibt. Hey Lilly! Hey Lilly! Hey Lilly! Halt! Ich kann nicht einfach zulassen, dass Mikey alles ruiniert, wofür wir hart gearbeitet haben. Ich werfe die schwarze Kugel. Und verbanne ihn für immer. Lilly, warte! Willst du nicht mit mir ausgehen? Es ist entschieden. Mikey Simon wird nicht in den Orden aufgenommen. Was soll's? Ist sowieso nur ein blöder Club. Macht mir gar nichts aus. Flix, das macht mir doch was aus. Ich brauche sie nicht. Ich gründe einfach meinen eigenen Club. Und der schließt niemanden aus, nur weil er anders ist. Ja, kann ich mitmachen. Tut mir leid, mein Freund. Von wegen niemanden ausschließen. Wir haben dich voll aufs Kreuz gelegt. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Aber die schwarze Kugel... Das gehört alles zur Prozedur, Mikey. Ach, dann war das alles nur gespielt? Ich war total sicher, dass Lilly mich hasst. Ich bin eben eine gute Schauspielerin. Willkommen im Orden, Kumpel! Ich kann es kaum glauben. Hey, das ist echt stark. Kopfnüsse für alle! Oh, das ist ja so cool. Siehst du, und das ist der Geistertisch. Jeder Uni-Großmeister in der Geschichte des Ordens hat seinen Namen da reingeritzt. Wofür wird er benutzt? Zum Tanzen! Cool. Die Uni-Maske ist unser wertvollster Kunstgegenstand. Sie ist über 6000 Jahre alt. Und sie hat eine ganz, ganz besondere Funktion. Ist ja der Wahnsinn. Hey, Simon-Kumpel, check das. Komm schon, gib mir einen Shake. Lass mich raus! Das hier ist echt cool. Ich kann es kaum erwarten, meinen Eltern davon zu erzählen. Oh nein, das darfst du nicht, mein Freund. Ja, du Obertrottel, wir sind ein Geheimbund und die Betonung liegt auf Geheim. Verstanden, ich erzähl's nur engen Freunden, entfernten Verwandten und Fremden. Mikey, du darfst das niemandem erzählen. Außenseiter dürfen niemals von den dunklen Geheimnissen erfahren, die hinter diesen Mauern verborgen sind. Poolparty! Keine Sorge, ich werde die ganze Sache für mich behalten. Der Orden der Uni ist das Schärfste. Die haben einen super Whirlpool. Und wir spielen da Lufthockey und Gonad ist dabei. Das klingt cool. Trag mich ein, Bruder. Mikey, niente nada, nix über die Uni. Alles klar. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich bin nicht in einem Geheimbund und der Whirlpool ist auch nicht super. Nee, ist er nicht. Im Ernst, Mikey, über diese Sachen darfst du nicht reden. Was ist, wenn die Kugel dich erwischt? Hört mal her, unsere Einschaltquote ist um 5 Prozentpunkte gestiegen. Guano, sieh mich an. Du bist furchtbar. Du bist der schlechteste Yes-Man seit Yes-Man. Aber ich gebe mir doch solche Mühe. Diesen Rock hier habe ich selbst gestrickt. Das erklärt die unregelmäßigen Maschen. Du strickst ja wie ein Mädchen. Yes-Man! Sieh mal, wer wieder da ist. Wo hast du gesteckt? Eine Zauberkugel hat mir meine Seele gestohlen. Yes-Man! Schon wieder?
An die Arbeit! Hey, ich habe gehört, die Kugel kauft einen neuen Naschautomaten als Ersatz für den Gonad geklaut hat. Ich habe ihn nicht geklaut. Er hört nur nicht auf, mich zu verfolgen. Ihr habt gerade in der Öffentlichkeit über den Orden gequatscht. Ja, na und? Zu bestimmten Zeiten ist das absolut in Ordnung. Oh, also, was für einen Automaten kauft ihr? Nicht jetzt. Ach, vergesst es. Ich rede einfach nie wieder über den Orden. Dann kriege ich auch keinen Anranzer. In der Loge haben sie echt ganz tolle Lampen. Oh, hallo, Kugel. Bruder Simon. Du wirst beschuldigt, die Geheimnisse des Ordens an Ungläubige verraten und alle Kartoffelchips aufgegessen zu haben. Die Ordensregeln sind klar. Wir müssen dich irgendwie auf eine noch nicht näher bestimmte Art und Weise bestrafen. Bitte nicht. Irgendwelche Vorschläge? Küssen wir ihn leidenschaftlich? Er hat unsere Chips aufgefuttert, also futtern wir ihn auf. Nein, lass das, Freddy. Lasst ihn einfach davonkommen. Seine Schuld ist Strafe genug. Ich stimme dem Typen zu, den Mitsuki spielt. So einfach kommt er nicht davon. Mikey, du bist das schlechteste Mitglied, das wir je hatten. Hiermit bist du aus dem Orden verbannt. Mikey! Verbannt? Du hast sie wohl nicht mehr alle. Ihr alle hier hast sie wohl nicht mehr alle. Hey, Kugelmann, warte! Viele von uns finden Mikey toll. Nicht alle. Die Diskussion ist beendet. Bruder Simon ist hier nicht mehr erwünscht. Verabschiede dich. Hey, vielleicht ist das hier wieder nur so ein Trick. Die sind sicher alle in meinem Zimmer. Yep. Sie sind bestimmt alle unter dem Sofa. Ja, sie sind bestimmt in dieser Schachtel. Oh, Schlange in der Kiste. Du bist mein einziger Freund. Umarme? Oh, warum bin ich nur so ein unerträgliches Plappermaul? Das ist alles deine Schuld, Mund. Ich will lieber nicht wissen, was du da gerade machst. Was macht ihr denn hier, Leute? Wurde das Kaffeekränzchen im Uni-Club abgesagt? Wir sind ausgetreten. Wir wollen nicht in einem Club sein, der dich als Mitglied nicht akzeptiert. Wirklich? Dann seid ihr auch aus dem Sushi King Kinderclub ausgetreten? Also der Mensch braucht Sushi. Also, dass du es weißt, ich bin nur ausgetreten, weil sie mich dazu gezwungen haben. Und weil ich eine kleine Auseinandersetzung mit der Kugel hatte. Oh Mann, ihr seid die besten Freunde. Vergessen wir diesen Idiotenclub. Kommt, wir gründen unseren eigenen. Ich mach den Schiffführer, wenn ihr mir sagt, wie man das schreibt. Cool, ich entwerfe unser Logo.